Julia fährt mit ihrem Auto den Gürtel entlang und biegt dann in die Maria-Hilfer-Straße ein. Dort erwartet sie eine neue Welt. Die Menschen sind hier zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto unterwegs. Julia befindet sich in der neu gestalteten Begegnungszone der Maria-Hilfer-Straße. Aber wie funktioniert so eine Begegnungszone eigentlich, fragt sich Julia. In der Begegnungszone gilt Tempo 20. Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sind gleichberechtigt und die Fußgängerinnen und Fußgänger haben immer Vorrang. Die Haltezeit für Autos beträgt 10 Minuten. Julia holt ihren Bruder Günther ab, der mit seinem Sohn Bernhard in der Wohnung auf sie wartet. Sie sieht einen freien Platz, wo weder Lieferzone, Taxistandplätze noch Behindertenparkplätze sind. Dort hält Julia an. Sie füllt einen Gratis-Parkschein aus und trägt die aktuelle Zeit ein. Die Anrainerinnen und Anrainer ersparen sich das Ausfüllen eines Gratis-Parkscheins, wenn sie ein Parkpickerl für den 6. oder 7. Bezirk haben. Julia weiß, in der Begegnungszone darf sie nur maximal 10 Minuten halten. Deshalb holt sie Günther und seinen Sohn Bernhard rasch ab. Julia, Günther und Bernhard sind rechtzeitig beim Wagen und fahren los. Mehr Maria-Hilfer-Straße, das ist mehr urbanes Leben. Jetzt und für die Zukunft.